Shirt. Hermannplatz, Weg ist gesperrt. I live where I'm from. I love where I'm from. Sonne und Beton. Also mein Management und ich, wir haben uns bis dato nicht aktiv bemüht gehabt. Also das war absoluter purer Zufall. Ich hatte im Vorfeld zu der Casting-Anfrage gerade ein Musikprojekt rausgebracht. 2x4 EP mit Banks, wo wir so auf 3 Musikvideos so einen kleinen Kurzfilm versucht haben, irgendwie umzusetzen, wo wir selbst uns quasi das erste Mal versucht haben, auch so in Schauspielerei und irgendwie eine Story ins Video einzubauen, ausprobiert haben, und es hat extrem Spaß gemacht. Und danach war ich auch schon so, ey, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Wie kommen wir da rein? Schon Kontakte versucht irgendwie, ey, wie kommen wir an eine Agentur, pipapo. Und dann kam tatsächlich über Insta-DMs einfach so eine Casting-Anfrage aus dem Nix. Und genau, dann gab es ganz normale Casting-Runden und dann die Zusage. Und ist mein Schauspieldebüt. Ich habe es vorher noch nicht gemacht. Also ich bin prinzipiell Musiker, der sich jetzt mal ausprobieren durfte. Wie oft ich da nochmal die Möglichkeit für kriege, abwarten. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe Bock, das mehr zu machen, definitiv. Alles wie immer, ja. Gruppstadt steht noch. Ein schöner Sound geworden. Aber wenigstens Sommer. Jetzt nicht mehr nur Beton, sondern Sonne und Beton, ja. Ich habe die ganze Stadt aufgesaugt. Ich bin auf jeden Fall ein absoluter Berliner Junge. Auch zwischendurch mit meinen Eltern so im südlichen Tempelhof gewohnt. Dann ich habe meine erste eigene Wohnung war in Nordneukölln, Richardstraße. Und mich hat es aber dann immer wieder in die Hood gezogen. So, ich lebe jetzt auch schon wieder über 10 Jahre in Gruppestadt. Und es ist schwer jetzt irgendwie so zu sagen, ey, so und so ist es. Ich glaube, es ist ein relativ klassisches Bild von einer Stadtrandsiedlung. So, es ist halt einfach eine Platte am Stadtrand. Es gibt viel Milieu da, es gibt aber auch ganz normale Sozialisierungen. Also es gibt auch Leute, die einfach ganz normal da ihr Familienleben führen und halt, wo die Kinder nicht abdriften, wo die Eltern ganz normal mittelständische Jobs haben, und die kommen auch ganz, ganz klar durchs Leben. Aber du hast halt hier und da schon die Möglichkeit, irgendwie schneller abzudriften als jetzt vielleicht in einer besser betuchten Gegend so mäßig. Ansonsten, wir haben auch einen Haufen Rentner bei uns in der Siedlung, so, weil wir haben mehrere Ärztezentren bei uns. Also es ist auch ein sehr altes Viertel, so habe ich das Gefühl. Wir haben noch so ein bisschen diesen Alt-Berliner Vibe. Bei uns ist Gentrifikation noch nicht so schlimm durchgefegt wie jetzt durch Nordneukölln oder Kreuzberg. So. Es kommt jetzt langsam an, seit der Flughafen ein Thema ist, so mäßig. Ansonsten ja, halt so eine klassische Stadtrandsiedlung. So. Wir haben unser Einkaufszentrum mit den Gruppespassagen, so das Epizentrum von Gruppestadt quasi. Und eigentlich gibt es alles, was du brauchst, ist im Viertel. Du musst nicht raus, wenn du nicht willst. So. Und ansonsten für jeden, der ausbrechen will, ist Berlin ja das perfekte Pflaster quasi. Also bist in 20 Minuten im Stadtzentrum und dann kannst du auch alles andere für dich haben. Ja. Ey! Ey! Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Alter, das sind 10.000 für jeden, die einfach so warten. So viel verdienen normale Leute in einem Jahr. Digga, was ist los bei euch? Also ich hoffe, ihr habt den Film alle gesehen und ich verrate, ich spoiler nichts. Ansonsten Spoiler-Alarm, skippt vor, wo mir der Finger gebrochen wird. Das war so dieses so Schreien vor Schmerz und bla. Und du musst dir vorstellen, wir haben den ganzen Tag improvisiert. Also diese komplette Szene stand nicht im Drehbuch. Das war einfach, ey, morgen treffen wir uns dort in dem Café. Ich glaube, wir haben eine Stunde lang was gedreht, was im Drehbuch stand. Und danach war so 8 Stunden Impro. Und wir haben noch viel mehr gemacht. Und das war an sich halt zeitgleich so der, wo ich mich am meisten irgendwie neu drauf einstellen musste, wo man so ein bisschen mehr aus sich rauskommen musste, was man nicht so gewohnt ist, weil es so ein extremes Gefühl ist, so diesen Schmerz halt irgendwie in diesen Schrei reinzubekommen, dabei auch das irgendwie glaubwürdig von der Mimik her umzusetzen. Und zeitgleich war es irgendwie auch so der lustigste Drehtag, der mir im Kopf geblieben ist, weil halt unfassbar viel Quatsch da passiert ist. Sprüche, die wir uns gegenseitig gedrückt haben. Ich habe mit Almani von AOB, der so von Marek so den Handlanger ein bisschen spielt, hatte halt so die Vorgabe, gegenüber Marek muss ich also nicht Angst haben, aber Respekt haben und so ein bisschen so, oh mein Gott, was könnte der mir tun, weil ich habe ja diesen Haufen Schulden. Vor Abdul, also dem großen Stämmigen, vor Enoch, da sollte ich quasi auf Respektebene sein, weil das mein Kumpel war, der mich quasi mit denen irgendwie so in ein Gefilde gebracht hat. Und Almani war der, zu dem ich frech sein durfte, der aber auch frech sein sollte zu mir. Und da sind Sprüche entstanden, das war einfach, das ganze Set hat gelacht mäßig. Und die haben es aber leider nicht in den Film geschafft, weil wir am Ende so viel Filmmaterial hatten, also auch aus anderen Blöcken. Der Film hätte wahrscheinlich auch 3-4 Stunden gehen können.
Und ja, das hat es leider nicht reingeschafft. Ich bemühe mich auf jeden Fall um die Szenen, weil ich die nochmal sehen will. Auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr lustiger Drehtag, ja. Ansonsten die Eröffnungsszene mit Lukas, also mit Levi, auch, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht in der Küche. Da gab es auch jede Menge Sprüche und dann ist ja jetzt das bei rausgekommen, was rausgekommen ist, was, glaube ich, auch den einen oder anderen Lacher verursacht hat. So. Genau, nee, gab alles in allem auf jeden Fall genug Lacher am Set, so, es war cool. Ja, wir haben 80.000 aus einem scheiß Automaten rausgeholt. Ich guck gleich zurück, Bruder, ja? Bis gleich. Ratan, was geht? Alles klar? Alles gut, Marek. Wie geht's deine Hand? Was? Das ist hier ein Stellplatz hier. Entfernen Sie das Fahrzeug bitte. Das ist irgendwie so ein Erfahrungswert auch gewesen, weil ich teilweise irgendwie dann von kurz aufs Handy gucken zu, ah, okay, geht weiter, bupp, schnell ran. Oder ich versuche irgendwie so ein bisschen für meine eigene Erinnerung so ab und zu ein bisschen was mit der GoPro festzuhalten. Und war dann irgendwie so noch hier so das Set am Abfilmen und habe mich voll gefeiert, dass ich an so einem Filmset stehe, so mäßig, weil es alles so wow, so groß und so neu war mäßig. Und dann hieß es schon, ja, hier 30 Sekunden geht's weiter und hat aber alles super geklappt. Also die Rolle war jetzt, glaube ich, auch nicht so weit weg von dem, was ich irgendwie in meinem Leben schon erlebt habe oder aufgesaugt habe, als dass es jetzt so schwer gefallen ist, da sich reinzuversetzen auf schnell. Ich glaube, wäre das jetzt eine Rolle gewesen, in die man sich länger reindenken muss, wo man irgendwie ein bisschen mehr in sich gehen muss, dann muss man sich wahrscheinlich die Zeit schon nehmen und da irgendwie ein Ritual finden oder sich mal vielleicht kurz 5 Minuten abseits vom Set sammeln und reindenken. Ich habe von Schauspielern gehört, mit denen man nicht reden darf am Set und so, damit sie in ihrer Rolle bleiben. Aber das, so war das jetzt gar nicht der Fall. Also das war alles noch sehr dankbar. Wir bereiten jetzt vor, dass sie nochmal draufkommen. Da müssen wir nochmal Palette hinlegen. Das heißt, wir machen einmal noch das einfach closer auf Ali. So. Aber das heißt, für euch bleibt es das Gleiche. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Ich habe einfach die ganze Zeit. Okay, Achtung! Alle auf Anfang! Bild frei machen, bitte! Es gab in jeder Castingrunde eine neue Szene sozusagen, auf die man sich vorbereiten konnte. Und ich habe mir halt das Hörspiel angehört, um halt zu schauen, okay, um wen geht's da überhaupt? Was ist so die Charaktereigenschaft von dem Marco? Und habe dann einfach mich versucht reinzudenken. Ich habe in meinem Freundeskreis einen Kumpel, der schon geschauspielt hat. Liebe Grüße an Hüso auf jeden Fall. Und mit dem bin ich halt einmal so den Castingtext durchgegangen und war halt so, ey, worauf könnte ich mich irgendwie vorbereiten? Was könnte ich machen? Wo er mir halt so einen Tipp gegeben hat, zum Beispiel sich nicht zu überhasten oder so, alles vollkommen in Ruhe, lieber länger Pause als zu kurz und zu schnell sprechen. Ansonsten war das halt echt einfach nur irgendwie versuchen, diesen Castingtext auswendig zu lernen, sich so gut wie möglich reinzudenken. Und genau, dann ging das irgendwie so Castingrunde für Castingrunde weiter. Genau. Aber einen Coach oder sowas gab es gar nicht, nee. Ich habe jetzt irgendwie Bock, mir sowas zu suchen. Aber an eine Schauspielschule komme ich, glaube ich, nicht. Aber ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Stopp, Schulausweis. Mann, ich bin seit 4 Jahren auf dieser Scheißschule. Nein, kannst du nicht rein. Alles klar, Jungs? Was wollen wir machen? Zuerst mal zum Kiffen, Mann. Klingt da noch ein Plan oder nicht? Braucht ihr was? Nicht einfach weiterlaufen. Fuck, eine miese Bombe ins Gesicht gegeben. Komplett geblutet, ja? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Dein ganzes Gesicht ist zerfickt, ja? Der Klügere gibt nach. Das hab ich dir 1000 Mal gesagt. Als ob ich irgendeine Wahl hätte, ja? Nicht der Klügere gibt nach. Der Klügere tritt nach. Wallah, du gibst genau 500 Euro. Morgen. Ganzes Haus ist passiert, trauriger Blick, ja genau wie... Von 500 Euro. Von dir? Von uns. Kann da bitte einer Kreide holen? Ich mach das! Es müssen jetzt nicht alle... Okay, dann holt ihr jetzt zu dritt Kreide. Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Alter! Mach den Scheiß aus, Julius! Tschüss! Ja, Dicker! Habt ihr Jackpot gemacht, ja? Wo habt ihr das? Ich bin Möbelpacker, ja? Kann ich dir beim Ausziehen helfen? Setzt euch! Der Schaden geht in die Tausende. Tschüss, die haben ja richtig Schnapp gemacht, ja? Schnauze! Alles wie immer, ja? Gruppstadt steht noch. Ein schöner Sound geworden. Aber wenigstens Sommer. Sonne und Beton, ja? Was
Ist ja doch der typische Scheißopfer-Deutsche. Blond, dünn, Scheißfrisur.